2017 unterwegs. Also wenn man ernst genommen werden will, dann ist die Rechtsform auch nicht ganz unbedeutend. Dass wir soziokratisch arbeiten, ist kein Alleinstellungsmerkmal, das ist sozusagen Standard. Ja, Finanzierung, was uns wichtig ist, ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, die einerseits die Möglichkeit haben, mit ihrem Nutzungsentgelt auch hinunterzugehen, also das zu reduzieren, indem sie mit mehr Eigenmittel reingehen, aber genauso über das Nutzungsentgelt auch die Eigenmittel anzusparen. Also für Junge, die dann weggehen und mit mehr weggehen, als sie kommen. Also das ist uns in Bezug auf die Finanzierung wichtig. Ja, was hält uns zusammen? Zukunftsorientierung, damit meinen wir, ohne Träume geht gar nichts. Und ohne Vision gehst du auch nicht Schritte in eine neue Richtung oder du gehst kein Abenteuer miteinander ein und gemeinsam so ein Projekt zu starten, hat etwas von Aufbruch und von völlig Neuem. Also man lässt sich ein und es geht ja darum, nicht Altes zu wiederholen. Nachhaltigkeit muss ich euch nichts erzählen, ja. Klimawandel, demografischer Wandel, Migrationsströme, also die Wohnprojekte und damit auch unseres wollen ja auch eine Art von Antworten bieten, die sich natürlich auch immer weiterentwickeln. Wir wollen Dialog zwischen Generationen, wir wollen nicht also nur eine Generation, nur die Älteren oder Jüngeren, sondern auch wirklich die Solidarität und auch so, jeder hat so sein Einsatz, seine Rolle, seine Verantwortlichkeit, Unterschied, also egal wie alt er oder sie ist und damit auch die Sinnhaftigkeit und die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. Ja, Mischnutzung. Wir sind ja unterwegs im Norden von Wien, das heißt unser Grundstück, unser Wunschgrundstück liegt zwischen der Au, dem Pisanberg und der Donau und ist total gut erreichbar. Also sozusagen Schnellbahn geht alle 10 Minuten. Uns ist wichtig, dass man in unserem Projekt auch geboren werden kann und sterben kann. Also dass Menschen, die in Situationen kommen, wo sie fragiler sind, auch einen Rückhalt haben und einen Schutzraum. Uns ist aber genauso wichtig, feiern zu können und genießen zu können. Und dazu gehört natürlich auch Kulinarik. Uns ist wichtig, dass sich Möglichkeitsräume auch öffnen und Menschen sich auch berühren lassen können, so wie jetzt von der Musik. Kunst und Kultur ist uns sehr wichtig auch. Das haben wir auch von unserem alten Ort mit übernommen. Ja. Ja. Ich denke mir, Neugier ist das, was erreichbar ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist er Wiener? Hallo, mein Name ist Florentina Sleitner. Ich stelle das Quartiershaus im Sonnenwendviertel vor, das auf der einen Seite besteht aus dem Wohngruppenhaus rechts und links dem Clusterhaus und unten sind die Gewerbeflächen und Büroflächen im Erdgeschoss und bis zum ersten Stock. Das sieht man hier auch nochmal veranschaulicht. Und zwischen den Gebäuden wird ein Stadtbalkon entstehen, das bedeutet eine halböffentliche grüne Fläche eben als auch Nutzungsfläche für die Projekte. Die beiden Häuser, also das ist eben, zeichnet sich dadurch aus, dass es eben auch so mischgenutzt ist und vielfältig ist. Die Wohngruppe besteht aus 14 Wohnungen, davon sind 2 WG-tauglich und eine der WG-Wohnungen ist auch schon besetzt. Es gibt noch einige wenige Wohnungen, die frei sind, und zwar von kleineren bis mittleren bis hin zu eben der größeren WG-Wohnung, also der kleineren WG-Wohnung von den beiden größeren. Aktuell sind es 14 Mitglieder. Auf der anderen Seite gibt es das Clusterhaus, wo eben ein eigenes Cluster auch Teil der Wohngruppe ist. Und es gibt insgesamt 7 Clusterwohnungen, von denen 5 noch zur Verfügung stehen. Das Clusterwohnen ist ja ganz eine innovative Wohnform, wo man in sehr kleinen Wohneinheiten, die man hier angedeutet sieht, das sind sozusagen die Privaträume und es gibt eben eine sehr große gemeinsame Fläche mit
Küchennutzung auch und Badezimmer mit Badewanne beispielsweise. Und in den kleinen privaten Einheiten gibt es immer eine Dusche und eine kleine Kochnische noch. Teilweise sind die auch zweigeschossig, die Clusterwohnungen. Das heißt, es ist wirklich ganz ein spannendes Modell des Zusammenwohnens in sozusagen einer erweiterten WG-Form. Ja, ich wollte noch sagen, es gibt auch noch Flexwohnungen dabei. Das sind temporäre Wohnungen, die nutzbar sind, kleinere, im fünften Stock beispielsweise. Und natürlich wie in allen Wohnprojekten Gemeinschaftsräume, wie zum Beispiel eine Sauna, Gemeinschaftsküchen, Dachterrassen, die auch von allen, zum Beispiel auch den gewerblichen und den Büros mitgenutzt werden können, also eine größere Gemeinschaftsraum. Das nächste Infotreffen der Wohngruppe ist am 2. Dezember, hoffentlich persönlich. Es gab schon gemischte Infotreffen, also entweder auch online beziehungsweise auch in persönlichen Gesprächen, bis hin zu eben auch persönlichen Treffen in größeren Gruppen. Ja, und weitere Informationen gibt es noch auf der Webseite, wo auch die Wohnungen einsehbar sind, sozusagen die Grundrisse. Ja, von der Finanzierung her wäre es vielleicht noch interessant und vom Status. Es sind nicht gefördert, die Wohnungen, aber es ist eine Mischung auch von Eigenmitteln und Nutzungsentgelten. Und aktuell ist das Projekt im Zuge der Bauverhandlungen und hoffentlich bald einer Vergabe. Und die Fertigstellung ist für 2022 geplant im Sonnenviertel. Genau, der Bauträger, die Wogen, ist ja schon vorgestellt worden und es ist das zweite Projekt, das die Wogen durchführt. Danke. Ist wirklich im Bild. So. Ja, wir sind heute für Visa Wien da, also wir vertreten heute unsere Baugruppe. Wir sind zurzeit 16 Erwachsene und 5 Kinder und ja, so die Eckdaten, wir sind als Verein quasi organisiert und soziokratisch, wie eh so viele Wohnprojekte. Und ja, wir suchen auch motivierte Neuzugänge. Uns gibt es seit circa 2 Jahren, da haben wir so ein bisschen angefangen in einer kleineren Gruppe. Wir sind dann immer weiter gewachsen und seit einem halben Jahr sind wir jetzt so ein bisschen ernster unterwegs. Ja, Visa Wo? Wir bewerben uns für den Bauträgerwettbewerb als schon mit einem Projektteam, und zwar im Village im Dritten. Das ist dann beim Biocenter und zwischen Rennweg und Biocenter. Dort wird ein ganzer Stadtteil entstehen und quasi ein Bereich ist für eine Baugruppe vorgesehen. Und da wollen wir hin. Und wir, genau. Also die Zeit vergeht viel zu schnell. Genau, unsere Vision ist gemeinsam Leben auf Augenhöhe mit Mensch, Stadt und Umwelt. Das bedeutet für uns einerseits auf Augenhöhe mit dem Mensch quasi respektvoll miteinander umgehen, möglichst divers werden und eben in einer Nachbarschaft zusammenleben. Dann auf Augenhöhe mit der Stadt, natürlich auch einen Mehrwert für das Kretzel bieten. Mit der direkten Umwelt quasi in Kontakt treten, also auch nicht nur im Haus selbst leben, sondern quasi in die Stadt hinausstrahlen. Und das Letzte, die Umwelt natürlich ökologisch möglichst respektvoll und auf Augenhöhe auch mit der Umwelt umzugehen. Genau. Und ja, mehr Infos gibt es auf unserer Homepage www.visawien.at. Das haben wir da jetzt leider nicht mehr drauf, aber da kann man uns dann auch kontaktieren. Danke.
Ja, hallo. Ich stehe hier für den Verein Wallevi. Wachsen, Leben, Wirken. Uns gibt es als Gründergruppe, der Verein hat sich 2018 gegründet, hat dann ein paar Erweiterungen schon gehabt. Jetzt sind wir momentan gerade 18 Erwachsene, 3 Kinder und ein Hund. Wir sind auch soziokratisch organisiert. Ja, eben Programm. Wachsen wollen wir durch ein lebendiges, wertschätzendes Zusammenleben. Was ich wichtig finde, das ist, dass wir altersmäßig breit aufgestellt sind. Also von den Erwachsenen sind eine große Gruppe, die so in den 30er Jahren sind. Unsere älteste Mitkämpferin ist 74. Also das heißt, wir wollen von vornherein schauen, dass wir Werte wie generationenübergreifendes Leben auch wirklich umsetzen, auch jetzt schon in der Vorbereitungszeit. Wirken auch wie viele andere Gruppen ressourcenschonend, gemeinnützig. Wie schaut das im Konkreten aus? Wir haben schon viel geplant und Ideen weitergeschoben. Wir wollen auf jeden Fall eine offene Erdgeschosszone haben in Zukunft, wo viel ins Grätzl hinaus an Aktivitäten stattfinden kann und wo wir auch andere Initiativen einladen können, in unseren Räumen aktiv zu werden. Also das ist uns ein großes Anliegen, dass wir Kulturvereine, politische Vereine, alle möglichen Gruppen, die ihrerseits Initiativen entwickeln, ins Haus hineinholen und mit denen gemeinsam was machen können auch. Ein anderer Aspekt ist, dass wir im Haus selbst schon unsere eigenen Wohnungen haben, aber auch viel Gemeinschaftsräume haben, wo wir verschiedene Aktivitäten untereinander gemeinsam machen können. Ja, ökologisch, wenn es sich ausgeht finanziell, ein Holzhaus. Also da hoffen wir. Und standardisiert, was auch Herausstellungsmerkmal ist, wir wollen Wohnungen, die so gut angelegt sind, dass wir auch bei verändertem Wohnungsbedarf die Wohnungen wechseln können. Also, wenn jetzt eine Familie sich vergrößert, dass die dann in eine größere Wohnung im gleichen Haus ziehen kann, wenn sie sich verkleinert, umgekehrt. Und dass wir auch Flexräume, Flexeinheiten haben, sodass wir unsere Gemeinschaft nicht aufgeben müssen, auch wenn sich Lebensumstände verändern. Gut. Ja, Studio Urbanek wird uns begleiten und Zeitraum. Wir hatten gehofft, dass es schneller geht, dass wir schon einen Bauplatz haben. Das hat sich jetzt momentan etwas nach hinten verschoben, aber wir sind guter Hoffnung, dass sich da was tun wird in nächster Zeit. Ich danke sehr. Schönen guten Nachmittag. Ich bin hier für die Wildas. Ich dachte, wir haben 3 Minuten, deswegen gibt es 3 Folien. Wo, was und wie? Fangen wir mit der ersten Folie an. Wo? Wir bauen im Wildgarten. Das ist ein Baugebiet im Süden von Wien. Wenn man die Südbahn rausfährt, zwischen Atzgersdorf und Hetzendorf, hier und hier, die Südbahn raus, entsteht hier der Wildgarten. Das ist ein neues Entwicklungsgebiet, entwickelt von der Austrian Real Estate GmbH. Ungefähr 11 Hektar und 2.500 Leute, die da neu hinziehen. Und wir sind eben eine Baugruppe, die dorthin zieht. Im Moment wohnen vielleicht so 500 Personen da. Wir ziehen im Jänner dann auch dazu und sind alle sehr gespannt, wie das ist, gemeinsam mit so vielen Menschen hier so ein kleines Dorf in der Stadt zu beziehen. Was machen wir dort? Wilder Wohnen heißen wir.
Wir sind 19 Wohneinheiten. Im Moment sind wir, das muss ich spicken, 27 Erwachsene und 14 Kinder. Genau. Wir haben, ich habe es hingeschrieben, 2 freie Wohnungen, auch noch frei. Die sind größer, also Familienwohnungen, oder wir denken auch an eine Senioren-WG, was ich total anbieten würde. Man sieht hier ein bisschen, das Ganze ist jetzt natürlich der Plot. Man könnte jetzt fast schon das Originalbild zeigen, weil es ist ja eigentlich fast schon einzugsbereit, ein bisschen matschig im Moment auf der Baustelle. Die 4 Häuser, die wir haben, gruppieren sich um eine gemeinsame Mitte, um die herum wir wohnen. Wir haben eine Gemeinschaftsküche mit einem Flexraum, den wir auch nach außen anbieten. Das klang ja auch schon bei anderen an. Wir haben eine gemeinsame Sauna. Wir haben eine Gästewohnung, die hier oben auf dem Dach ist, mit Blick zum Wiener Wald, und Gäste sowohl von uns als auch von außerhalb. Wir bieten Urlauben in Wien im Grünen an. Wir haben viele Fahrräder bei uns. Wir haben Lastenräder, die wir auch ausgeben oder verleihen an Menschen, die uns eben besuchen kommen und bei uns auch urlauben möchten. Jetzt ist ein andere Bilder was machen, ist jetzt vielleicht nochmal zurück, eine Folie. Wir haben auch Bilder arbeiten. Bei uns kann man wir wollen einen Coworking Space einrichten, hier unten in dem Gebäude. Wilder relaxen, also eben saunieren und auf der Dachterrasse die Stille genießen. Wir wollen auch wilder gärtnern. Wir haben ein ganzes Dach mit Beeten und auch ein bisschen Garten, den wir auch wild hochwachsen lassen, weil der Wildgarten soll eben auch ein bisschen wild werden. Also da sollen auch hohe Wiesen wachsen und Artenvielfalt entstehen. So ist der Plan der Entwickler von diesem ganzen Areals. Jetzt bitte weiter. Genau, wie wir das machen, rechtliche und organisatorische Fragen. Wir sind als Verein organisiert und arbeiten auch soziokratisch, so wie viele, was sehr gut funktioniert und ich als unglaublich konstruktiv empfinde, auch in der Organisationsform. Wir sind als Verein der Eigentümer, also wir sind gerade dabei, das zu erwerben. Wir haben den Kaufvertrag unterschrieben und warten jetzt auf die Eröffnung des Treuhandkontos, damit wir unsere Eigenmittel einzahlen können, und warten darauf, den Kredit mit der Bank zu finalisieren, damit auch das eingezahlt werden kann. Das gehört uns dann als Gesamtes, also kein parifiziertes Eigentum. Ja, das, ich glaube, das ist vielleicht noch ein Punkt, weil es vorhin auch anklang, wir sind nicht gefördert, dadurch sind wir relativ vergleichsweise teuer mit 15 Euro, knapp 15 Euro pro Quadratmeter Nutzungsentgelt. Genau. Wir haben den nächsten Infoabend am 16. November. Ich möchte vielleicht an der Stelle auch einen Dank aussprechen an alle Baugruppen und alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, vor allen Dingen auch Baugruppen, so manche sehe ich im Raum, an deren Erfahrungen wir uns orientiert haben und die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben, und wir möchten das natürlich auch gerne weitergeben. Wir lernen alle wahnsinnig viel in diesem Prozess, gerade jetzt auch in diesen rechtlichen und finanziellen Fragen, die ja eben einfach auch kostenintensiv sind, wenn man da Beratung braucht. Wir haben leider keinen Juristen bei uns, also falls eine Wohnung noch mit einem Juristen belegt werden könnte, wäre das natürlich toll. Also danke an alle, die uns helfen, oder wir geben auch gerne Erfahrungen weiter. Mit hier heute Abend ist auch die Daniela, vielleicht stehst du mal kurz auf, oder heute Nachmittag. Daniela ist auch mit bei den Bilders dabei, also wenn irgendjemand Fragen hat, dann stehen wir beide zur Verfügung. So, ich versuche es einmal, mich woanders hinzustellen, um nach den 8 Vorrednerinnen von mir vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit auch noch auf meine kurze Präsentation zu ziehen. Mein Name ist Uli Kobrner und ich stehe hier für den Verein Voal Wohnen ohne Alterslimit. Und ich möchte mit einem ganz wunderbaren Zitat beginnen, das wir hier vor einer halben Stunde bei einer der Eröffnungsreden gehört haben, vom Herrn Puchinger. Soziale Nachhaltigkeit kommt nicht vom Beton, sondern von dem, was in den Projekten drinnen passiert. Und das habe ich wirklich ganz, ganz wunderbar gefunden, weil es eigentlich genau den Bogen zu dem spannt, was wir als Verein bis jetzt gemacht haben. Bitte die erste Folie. Wir haben ein Konzept erstellt, ein Konzept, das ein menschengerechtes, attraktives, sinnerfülltes Leben für Menschen wirklich bis zum Lebensende gewährleisten soll. Und wir stellen diese
dieses Konzept, diese Idee, wie das sein soll, das kommt dann auf den späteren Folien. Ich halte mich da jetzt einfach nicht ganz dran, ja, sorry. Dass wir stellen das nicht in eine Ebene mit, wie mit ökologischem Bau und mit, wie wir sonst zusammenleben wollen, sondern das ist unser zentraler Punkt. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem kein Altersheim. Ja. Ich möchte das an den Anfang stellen. Wir sind kein Altersheim, wir sind ein Wohnprojekt. Wir werden Wohnprojekte bauen, nämlich mehrere, für Menschen in der zweiten Lebenshälfte, mit dem Schwerpunkt, dort bleiben zu können. Und egal unter welchen Umständen und unter welchen Rahmenbedingungen das auch sein wird. Wir sind natürlich als Verein organisiert. Wir sind noch nicht so weit in der Bauphase, dass wir ein konkretes Projekt haben. Wir sind dabei, auch uns bei Bauträgerwettbewerben und so weiter zu bewerben. Wir als WOAL-Konzeptgruppe wollen dann in Zukunft diese mehreren oder vielen Projekte, die es geben wird, in ihrem Entstehen, aber auch in ihrer weiteren Folge begleiten, um einfach auch das, was bei vielen Projekten dann in dieser Phase, wo die Routine anfängt zu verloren geht, ein bisschen, dass das auch wirklich bewahrt bleiben kann, nämlich dieser Spirit und diese Idee, woran man eigentlich, warum man hier eigentlich hergezogen ist. Also wir nennen uns derzeit so also eine Kerngruppe, die an dem Konzept arbeitet, und wir haben eine große Interessentinnenliste, und viele dieser Interessentinnen sagen, ja, wenn ihr mal ein konkretes Projekt habt, dann meldet euch. Klar, genau so setzen wir das auch auf. Wir werden in dem Moment, wo wir ein konkretes Projekt haben, sei es in Wien oder sei es im Umfeld von Wien, okay, also bitte. Und dann ist kurz noch zu den anderen Folien, jetzt habe ich sehr viel vorgegriffen. Wir haben vier Eckpfeiler, das ist Selbstbestimmung, Solidarität, Attraktivität und Professionalität, die wir alle mit Inhalten hinterlegt haben, und an diesen vier Eckpfeilern messen wir alles, was wir in diesem Konzept machen und in weiterer Folge auch umsetzen werden. Wir haben drei Besonderheiten. Wir haben ein Betreuungs- und Pflegekonzept, das sehr elaboriert ist, wo auch eine Frau mitgearbeitet hat, die selber in der Pflege gearbeitet hat. Wir haben ein Organisationskonzept, sodass die Teilhabe der Personen auch wirklich bis ins letzte Detail gesichert ist. Wir haben da auch eigene Strukturen dafür entwickelt und werden sie auch noch weiterentwickeln. Und wir haben ein Raumkonzept. Wir haben inzwischen auch einen Architekten, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist der Clemens Diehl. Wir haben sozusagen in Cluster-Einheiten die Wohnungen, den Wohnbereich, den unmittelbaren, gruppiert. Wir haben Ebenen, wo wir, also eben nicht räumlich gesehen, sondern von der Idee her, wo wir Gemeinschaftsräume, Begegnungsflächen und aber auch Rückzugsmöglichkeiten haben. Und wir haben auch diese Grätzl-Orientierung, wo wir dann mit, je nachdem, wo das Projekt sein wird, mit dem Grätzl interagieren und arbeiten werden. Danke. Ja, wir zwei sind von Kollokation. Wir stellen eigentlich jetzt einmal überhaupt unsere Idee vor. Das gleich das nächste Bild bitte, wir wollen die Zeit sparen. Wir sind Ältere und unsere Idee war, dass es gut wäre, wenn man älter ist, nicht mehr einsam und alleine lebt. Es gibt viele Leute, die in Familienwohnungen noch leben und die Kinder sind ausgezogen, der Partner ist weg und die einsam sind. Außerdem ist unsere Theorie, dass wir Ältere zusammenziehen können und uns gegenseitig helfen können, aber dass wir natürlich in einem Projekt sein wollen, wo auch Jüngere sind, und unsere gegenseitige Hilfe eine Sache ist, aber auch, dass wir ausstrahlen in die Umgebung mit den Jüngeren zusammen, mit den Kindern oder was immer es gibt, mit Studenten, dann gemeinsam leben wollen. Und haben einen Verein gegründet, das ist auch schon länger her, seit 2013. Ich arbeite am Thema auch seit 2010, war auch bei der Gründung dabei von der Initiative und gebe jetzt an den Peter weiter mit dem nächsten Projekt. Ja, nach einigen Wettbewerben, an denen wir teilgenommen haben, nicht berücksichtigt wurden, haben wir endlich ein Projekt auch in der Seestadt bekommen, neben dem Leuchtturm. Ebenfalls dankenswerterweise ein Wettbewerb, den die Gemeinde Wien, der Wohnfonds, ausgeschrieben hat, der sich nicht beschränkt hat darauf, das in der Seestadt nur in einem Block zu machen, sondern jetzt auch in dem neuen Gebiet Seebogen so ein Grundstück zur Verfügung gestellt hat, wo wir dieses dunkle
dieses dunkle Objekt geplant haben. Sie sehen die Daten, Anzahl der Wohneinheiten, insgesamt 41 davon wird die Kollok 17 Wohnungen belegen. 12 Wohnungen sind bereits an Leute vergeben. Eine weitere Aufnahmewelle läuft derzeit, wo zwischen 2 bis 4 weitere Personen dazukommen, wobei ich da gleich auf eine Besonderheit hinweisen möchte, dass für die Kollokation, wenn man diesen Schwerpunkt der Älteren hat, natürlich ein Problem dazukommt. Wir haben beim ersten Wettbewerb haben wir 2 Projekte abgegeben und die Kerngruppe, die da mitgemacht hat und die sich mit unglaublichem Engagement hineingesteckt hat, war maßlos enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben, dass wir nicht dran gekommen sind. Die sind also sofort in alle Winde zerstoben und haben sich gesagt, auf was soll man warten? Wir haben nicht die Zeit, uns hinzusetzen. Und tatsächlich sind uns aus der Gruppe, die wir jetzt haben, bereits 2 Menschen verstorben. Okay, gut. Also die Idee ist auf jeden Fall alt und jung unter besonderer Berücksichtigung planerischer Natur dieser 2 unterschiedlichen Lebenskonzepte, auf die man Rücksicht nehmen muss. Ich möchte jetzt nur noch abschließen. Das heißt, wir haben nur kurz gezeigt auch noch, dass da verschiedene Wettbewerbe, also wir haben vorher schon viele Wettbewerbe gemacht, dann sind 2 Projekte gekommen, wo wir erfolgreich waren. Wir sind im Sonnenwindviertel, Aspern wird jetzt fertig gebaut, nächstes Jahr im Juni ist Bezug. Und wir machen weiter Wettbewerbe und sind voll dabei. Also wir hören nicht auf, weil wir die Nachfrage stellen fest, dass die Nachfrage sehr groß ist. Es gibt sehr viele Leute, 50, 60 plus, die einfach ihr Leben ändern wollen, wieder einmal in Gemeinschaft leben wollen. Aber wir haben ein bisschen die Idee zu den anderen Themen, dass wir separiert als Ältere in einer Einheit zoniert leben wollen in einem Haus, und nicht verstreut mit Alt und Jung, sodass wir unter uns sein können, aber ausstrahlen können und Kontakt zu allen anderen auch haben können. Und zum Quartier, das ist uns wichtig. Danke. Ja, sorry, ich schon wieder. Ich bin von der Gruppe gebeten worden, sie zu vertreten, weil wir diese Gruppe begleiten dürfen. Die Gruppe steht jetzt noch im Wettbewerb, in der 2. Phase des Baugruppenwettbewerbs der Bauplatz befindet sich in 1220 in der Gartenheimstraße. Die Gruppe hat das Projekt Gartenheim genannt und das war dann sehr eine lustige Begebenheit, dass dann bei einer Infoveranstaltung ist dann ein Obmann von einer Genossenschaft aufgetreten und der hat gesagt, ja, also ich bin der Obmann von einer Genossenschaft Gartenheim. Also die Gartenheim ist eine 100 Jahre alte Genossenschaft, die es draußen gibt in Essling, das ist eine tolle Sache. Der Obmann sagt irgendwie, sie haben als Baugruppe begonnen und jetzt machen sie quasi nach 100 Jahren wieder mal so weiter, wie sie ursprünglich begonnen haben, als Siedlerbewegungsgenossenschaft. Das ist mitten in Essling, daneben so ein Roland-Reiner-Bau und es wird dann auch die Bebauung, bitte nächste Folie, fortgesetzt. Das sind kleinteilige Baukörper, dreigeschossig, das sind nur 4, 5 Wohnungen in jedem von diesem kleinen Baukörper drinnen. Das ist alles ganz aus Holz gebaut und in der Mitte gibt es einen Gang durch, das ist eine Pablatsche, die dann halt einfach diese unterschiedlichen Häuser erschließt. Nächste Folie bitte. Das Ganze basiert auf den Prinzipien der Permakultur und wobei halt irgendwie das gemeinsam landwirtschaftlich oder gärtnerisch sich betätigen, halt sich auch natürlich im sozialen Bereich auch fortsetzt. Da geht es auch irgendwie um Ressourcen teilen und nachhaltig mit Ressourcen umgehen.
relativ kleines Projekt mit 32 Wohnungen und natürlich sehr vielen Gemeinschaftsflächen. Es gibt auch einen Kindergarten im Haus. Ja, und Essling ist halt jetzt verkehrsmäßig ist ein bisschen am Rand, deshalb wollen wir da auch versuchen, Richtung Mobilität was zu tun, Carsharing, die letzte Meile und also die letzte Meile zur U-Bahn auch mit Fahrrädern zu überwinden. Okay, nächste Folie ist schon fertig, okay. Ja, ja. Dann. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Gut, also diesen Kurzdurchgang, diese Blitzlichter haben wir jetzt geschafft. Hier nochmal eine Übersicht, wenn es jemand fotografieren will, von den aktuellen Projekten. Ich finde es immer wieder spannend, was sich da abspielt. Es ist eine Unterschiedlichkeit auch. Da könnten wir jetzt ewig reden oder eine Pause machen und 3 Stunden einfach miteinander reden. Das geht leider nicht. Das fehlt mir auch ein bisschen. Wir machen einfach weiter. Also wir machen jetzt dichter, wir werden jetzt noch dichter. Und zwar haben wir vorbereitet 3 Themenblöcke. Oh, Markus, hallo. Es gibt keine Pause. 5 Minuten Pause. Ich wollte gerade sagen, 5 Minuten Pause. Und anschließend machen wir weiter. Gut, danke.